Hallo Jäger und Freunde der Wildkamera. Im folgenden Video sehen wir eine Produktvorstellung einer Wildkamera von Kamojojo, das Modell Trace, und das Ganze im direkten Vergleich mit einer Seca Cam, die ich schon längere Zeit im Einsatz habe. Viel Spaß dabei. Hi Jäger, wie schon angekündigt, gibt es heute eine Produktvorstellung von der Kamera Trace aus dem Hause Kamojojo. Aber vorab kurze Information für die, die es interessiert. Die Kamera wurde mir umsonst zur Verfügung gestellt mit der einfachen Bitte, schau sie dir mal an, du sie testen und gib uns Feedback und mach im besten Fall ein Video irgendwo in deinen sozialen Medien. Das mache ich hiermit, ja. Und ich habe mir überlegt, ich vergleiche das natürlich gleich mit meinen Kameras, die ich schon seit längerer Zeit im Einsatz habe. Okay. Was noch wichtig ist, ich habe mich mit der Kamera natürlich im Vorfeld mal beschäftigt, ja, sonst wird es hier schnell langweilig und unübersichtlich. Also ich hatte jetzt die Kamera ungefähr 7 Tage in Gebrauch, habe mir die vorher angeschaut. Deswegen sind auch schon Batterien drin. Ich habe mir das App auch schon runtergeladen. Ihr braucht auf jeden Fall ein Handy-App. Das könnt ihr euch hier praktisch mit dem QR-Code abscannen, beziehungsweise werdet ihr dann sehen, in der Gebrauchsanweisung sind auch nochmal QR-Codes. Sprich, geeignet für iOS und für Android. Überhaupt kein Thema. Okay, während ich hier euch volllabe, geht's mal los mit dem Unboxing. Ja, Neudeutsch. Kommt in einer schönen Schachtel, habt ihr ja schon gesehen. Ja, mit jeder Menge Papierkram. Ich schmeiß das immer ein wenig so in Richtung Kamera. Was soll's, ja. Also wir haben hier auf jeden Fall einmal die Bedienungsanleitung in englischer Sprache. Dann habe ich sie, bilde ich meinen, auch irgendwo in Deutsch gesehen. Zum Teil hervorragend übersetzt, ja. Hashtag Google Übersetzer. Die lasse ich jetzt mal da. Die, zack, weg damit. Ja, das ist natürlich, na, wenn man draußen ist, bin hier am Einschießplatz und Wildacker. Dann haben wir hier wegen Amazon-Werbung, ne? Weg damit. Und das ist so eine Kurzanleitung und ja, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung, wie man vorgeht und was alles dabei ist. Ne? Hat mir geholfen tatsächlich, ist cool gemacht, vor allem weil es in Farbe ist, ja. Und ihr werdet dann später sehen, da gibt es verschiedene LEDs und die leuchten in verschiedenen Farben und da ist natürlich cool, wenn das Ganze in Farbe ist. Das hier ist nochmal das Gleiche, weg damit. Und da seht ihr jetzt auch schon diese QR-Codes. Ne, Data Matrix, wie auch immer, gibt es Profis, die wissen das, mir scheißegal. Letztendlich können wir es mit dem Handy abscannen und fertig. Dann haben wir hier das Verbindungskabel zum PC. Da komme ich später noch drauf, warum das so wichtig ist. Ihr habt einen ziemlich coolen Halter, also das ist wirklich cool. Für mich auch eine wirkliche Alternative zur Baumschraube. Die Baumschrauben kennt ihr ja, die schauen ein wenig aus wie eine Kurbel, könnt die überall reinschrauben und habt dann natürlich eine Standardaufnahme für diese Gewinde. Aber das Ding ist auch cool, das könnt ihr überall an einem Baum hinmachen mit dem standardmäßig mitgelieferten 0815 Riemen, der wahrscheinlich passend ist für jede Kamera auf der Welt. Ja, aber funktioniert ganz cool, zeige ich euch, wie das Ganze läuft. Also ihr könnt jetzt praktisch das so fügen, zack. Na, und das ganze Teil könnt ihr jetzt an einem Baum hinmachen, könnt es ausrichten und hier klemmen. Also funktioniert eigentlich recht cool. Der einzige Nachteil ist klar, wenn ihr es jetzt an einem Baum habt, dann könnt ihr diese Ausrichtung hier schwieriger realisieren. Ne? Müsst ihr halt dann drehen und den Riemen immer wieder festziehen. Ja, ist mit einer Baumschraube, die vorne eben eine Kugeladaptierung hat, wesentlich einfacher. Und dann habt ihr noch einen Adapter, dass ihr praktisch eine Powerbank anschließen könnt und das Gerät laden könnt. Okay. Toller Blister. Weg damit. Jetzt mal von der Größe her, da seht ihr mal den Größenvergleich. Ja. Die Antenne von der Kamojojo ist entsprechend anders, ist eine LTE-Antenne, genau wie die auch, nur dass halt die, na, vom Grundprinzip her, wie ihr seht, die kann man klappen auch, ja, ganz anders Konzept verfolgt. Okay, gut. Sie sind beide in Farben, die in der Natur vorkommen. Das ist mir ganz wichtig, ja, dass das Wild nicht irritiert ist. Denn man sieht trotzdem immer wieder, die Kameras machen scheinbar irgendwelche Geräusche, die wir nicht hören. Dann schauen sie immer hin und dann bin ich der Meinung, es ist nicht schlecht, wenn sie nicht groß auffallen. Ja? Okay. Die Kamera selber, ja, wie man sie halt kennt, vorne Objektiv, ja, Infrarotsensor, dann auch so Infrarotlampen, das sind die da, die praktisch dann nachts beleuchten. Und eine wunderschöne Klappe vorne, eine kleine, die man, auch wie bei der Seca Cam, mit dem Schloss sichern kann. Ich wüsste nicht wofür. Bei der, kommen wir später drauf, würde ich verstehen, warum er Schloss hin macht, aber bei der nicht.
Aber grundsätzlich denke ich, niemand, der die Kamera klauen will, ist so dämlich und bricht das Schloss auf. Der schraubt sie halt einfach weg. Na? Wenn er nicht vorher von der Kamera schon eingefangen ist. Aber es gibt immer noch schlauere Menschen wie uns. Okay. Also, machen wir mal auf. Das geht verhältnismäßig gut, stramm. Bin ich zufrieden. Ja. Wenn es zu ist, ist es zu, tatsächlich. Ja, da nudelt nichts aus. Ist okay. Gut. Und jetzt werden gleich einige sich fragen: Ja, wo ist denn das Display? Es gibt hier kein Display. Das hat mich auch gewundert. Das heißt nämlich nichts anderes, als dass ihr auf jeden Fall immer ein Smartphone braucht, wenn ihr im Revier das Gerät hier auslesen wollt oder schauen wollt, ob was drauf ist. Ja. Ihr seht es ja hier im direkten Vergleich. Einen Moment. Kurz mein Passwort eingeben. Na? Also tatsächlich könnt ihr das Ding nicht in Betrieb nehmen, ohne dass ihr ein Smartphone dabei habt. Ja, deswegen braucht ihr auch das App. Das halte ich für einen Nachteil. Wenn ich jetzt beispielsweise an meinen Bruder denke, der ist der Verfechter von einem 0815-Telefon, noch mit schönen Tasten und. Der hat kein Smartphone. Der wäre jetzt hier aufgeschmissen. Ja? Ist nur ein Nachteil, natürlich, wenn ich kein Smartphone habe. Aber ihr kennt es als Jäger, manchmal vergisst man es halt zu Hause und dann habt ihr keine Chance, im Revier an die Kamera zu kommen. Das wilde Blinken habt ihr schon festgestellt. Also letztendlich ist es ja so: Die mittlere Lampe ist die Batterie, solange die grün leuchtet, ist alles gut. Die rechte Lampe ist das Netz, also wenn die grün ist, habe ich volles Netz. Und die jetzt halt wild umeinander blinkt, zeigt mir an, dass ich kein Abo mehr habe. Oh, Abo? Jetzt denken da einige, boah, scheiße, wie ein Abo. Ja, auch so, auch eine lustige Sache. Ihr müsst hier ein Abo abschließen. Vom Monatsabo bis zum Jahresabo und dann noch verschiedene Datentarife. Ja? Das hört sich jetzt erstmal schlimmer an, als es ist. Macht euch da keinen Stress. Ich versuche das dann ein wenig zu egalisieren. Versuche ich, ja, im Vergleich zu der Kamera, zu der Anschaffung von der Kamera. Aber grundsätzlich braucht ihr ein Smartphone und ihr braucht ein Abo, damit die Kamera überhaupt mit euch irgendwie ins Revier raus kann. Ja? Und ihr habt auch, seht ihr schon, keine Einstellungsmöglichkeiten. Also ihr könnt nichts an der Kamera machen, müsst ihr alles mit dem Handy realisieren. Ihr seht es an meinem Gesichtsausdruck, ich bin da nicht der Fan davon. Also mal unabhängig davon, dass sie echt gut funktioniert hat, die Verbindung auch prompt herstellbar war. Ihr habt hier die Möglichkeit, entweder abzuscannen, nachdem ihr das App installiert habt, oder gleich direkt mit so na, NFC-Chip, ja, was das Telefon mittlerweile auch hier kann, wie Apple Pay nach dem Prinzip. Die Kamera wird sofort gefunden und in das App reingespielt, funktioniert tadellos, ja, überhaupt kein Thema. Ist auch ein schönes Menü, teilweise auch etwas rudimentär übersetzt, aber funktioniert super. Dann habt ihr hier die SIM-Karte. Was können wir die jetzt rausbringen? Ja, die ist drin. Das wäre jetzt das Einzige, was ich hier schützenswert hätte, um ein Schloss hinzumachen. Ja. Gut, der Batteriekasten, der Release-Knopf ist noch da. Das ist auch eine Sache. Ihr braucht hier 12 Batterien. Hier bilde ich mal ein. Ich schaue gleich einmal, komm, vergleich mal. Das ist doch das Allerschlauste. Bei der Seca Cam haben wir 8. Und hier haben wir 8 plus 4. Also hier braucht ihr 12 Batterien. Das ist auch eine Hausnummer. Oder es gibt halt Solarpanels. Da habe ich darum gebeten, dass man die mal mir noch zur Verfügung stellt. Ich bin gespannt, ob sie es noch machen. Oder ihr könnt halt eben eine Powerbank mit anschließen. Ja, Batterie reinstecken und das Ding funktioniert super. Also hält auch bombenfest, alles kein Thema. Gut. Arg viel mehr gibt es jetzt zu der Kamera. Unboxing technisch nichts zu sagen. Ja. Das andere wäre das Thema Menü und eben der direkte Vergleich. Ich gebe hier gleich wieder mal mein Passwort ein. Zu meiner bewährten Seca Cam. Und jetzt mal im direkten Vergleich. Warum habe ich mich grundsätzlich für so eine Kamera entschieden? Ihr kennt es, es gibt andere Modelle oder auch Einstiegsmodelle von Seca Cam, wo, wenn ihr praktisch aufklappt, die Kamera mit rausklappt. Und das ist an Bullshit, an Ingenieursversagen meiner Meinung nach nicht zu überbieten, wie man praktisch die Kamera mit rausklappt, sodass man sie nicht perfekt einstellen kann. Das hat mir nie gefallen, deswegen wollte ich unbedingt der Kamera, die, wenn ich die Klappe öffne, unten drunter das Display ist und die Kamera immer noch genau dahin zeigt, wo ich später auch die Filmchen mache und die Bilder. Das kann die, ja. Und ihr seht ja auch schon, ein schönes Menükreuz und. Ja. Man kann alles ohne Smartphone, ohne groß da Fachabi oder Abitur und studiert haben zu müssen, an der Kamera direkt vor Ort im Revier,
zu jeder Tages- und Nachtzeit einstellen. Hier nicht. Nur, dass das noch einmal gesagt ist. Ja? Ob das ein Nachteil ist oder ein Vorteil, für mich ist es definitiv ein Nachteil. Ja? Ist meine subjektive Meinung. Ja? Was hat die Kamera noch? Da war ich auch sehr erstaunt. Na, wo ist sie? Da. Die standardmäßige 0815 Speicherkarte. Ja, kriegt ihr serienmäßig sozusagen geliefert, eine 8 GB große. Und ihr könnt reinstecken bis zu 32 GB. Und das weiß ich sicher, bei 64 hat meine nämlich versagt und nicht mehr gesendet. Ja, das war tatsächlich das Problem. Aber ihr könnt die Speicherkarte mitnehmen, das ist ja auch sehr praxisorientiert. Ihr habt mal keine Zeit und tauscht einfach die Karte und wollt es dann am PC zu Hause auslesen und auswerten. Die hat keine Speicherkarte, sondern einen verbauten Speicherchip von 32 GB. Also sprich, ihr könnt nicht mal eine Karte tauschen und das Zeug mitnehmen, sondern ihr müsst, wenn ihr die komplett auslesen wollt, abbauen und müsst sie mit nach Hause nehmen. Dann hier, das habe ich auch gestern probiert tatsächlich. Na, wo war es da? USB-C, immerhin eine aktuelle Schnittstelle. Reinstecken, PC auslesen, funktioniert super, aber zu Hause. Ich glaube, die wenigsten Jäger haben ein Tablet dabei oder irgendwie einen scheiß Laptop. Also, ich wiederhole, subjektiv, für mich ist das kein Vorteil. Ja? Also, wir stecken die Karte wieder rein. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass hier ein Schloss vielleicht mehr Sinn macht, ja, bei der Kamera als bei der, weil hier wirklich was zu holen ist, ja, nämlich die Speicherkarte. Ja, aber letztendlich ist das Bullshit. Ihr müsst nicht einmal Schloss knacken, sondern eigentlich bloß diese schwachsinnigen Kunststoffbügel. Oder wenn euch die Kamera noch nicht eingefangen hat, geht ihr halt von hinten hin und schraubt sie weg. Also da würde ich Seca Cam oder auch Kamoyoyo raten, lasst diese schwachsinnigen Ösen weg, weil sie nichts bringen. Das ist nur Verschwendung von schwachsinnigem Material. Okay, dann geht es zum Thema Datentarif. Wieder im direkten Vergleich bei der Seca Cam. Damals gab es noch ein 5000er Bilderkontingent, jetzt ist das größte aktuell 1000. Ihr kauft praktisch 1000 Bilder als Kontingent und dieses Kontingent, was ziemlich cool ist mittlerweile, gilt für alle Kameras, die ihr im Einsatz habt. Einfaches Beispiel, ich habe zwei von den Kameras, habe aktuell noch knappe 4000 Bilder und egal, wo die Kamera eben ein Bild aufnimmt und mir sendet, das ist das Bilderkontingent, das kostet euch ungefähr 2 Cent pro Bild, wird da abgezogen, wo das Bild auch wirklich gemacht und versendet wird. Das ist ziemlich cool. Also ein zentrales Kontingent für alle Kameras. Hier braucht ihr ein Abo. Letztendlich ist es ja so, stellt euch so vor, ihr kauft euch jetzt die Kamera, schließt ihr Abo ab und dann funktioniert die. Und dann müsst ihr euch überlegen, ja, wie viele Bilder pro Monat und Videos möchte ich denn? Das geht bei 300 los und hört auf bei unendlich. Und bei unendlich sind wir, glaube ich, bei einem Jahresabo von 130 Euro, wenn ihr das auf einmal zahlt. Habe ich nicht verglichen. Ich habe verglichen das Jahresabo mit 300 Bildern pro Monat und Videos. Auch einmalig bezahlt. Das kostet euch 65 Euro. Und ja, hört sich jetzt halt am Anfang extrem viel an. Ja, und Abo. Und also ich bin da auch nicht der Fan davon, aber ihr könnt es monatlich kündigen. Ist überhaupt kein Thema. Ja, und damit sich das Ganze ein bisschen ja, vergleichen lässt, stellt euch vor, diese Kamera kostet aktuell 300 Euro. Ja, da kriegt ihr dazu 100 Bilder. 100 Bilder ist nichts, ist mein Erfahrungswert. Deswegen, wenn ihr euch die Kamera von Seca Cam anschaffen wollt, dann kauft euch gleich 1000 Bilder mit dazu. Ja, dann kostet sie entsprechend mehr. Und dann sind wir hier irgendwo, ich erinnere mich jetzt nicht richtig, ihr seid dann irgendwo bei 300, ich blende es notfalls unten ein, ja, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ihr seid dann irgendwo bei 330 Euro mit 1000 Bildern oder eigentlich mit 1100, weil ihr ja 100 schon automatisch habt. So, und jetzt vergleichen wir jetzt einmal mit der Kamera. Die kriegt ihr aktuell auf deren eigenen Webseite mit so einem Pseudogutschein 20% für 140 Euro. Also das ist eine ganz andere Preiskategorie, wo ich sage, okay, super, weil das, was ihr wirklich macht, ich zeige dann im Nachhinein, blende ich noch Bilder ein, im direkten Vergleich auch, ja. Die macht Top-Fotos, man kann da nicht meckern, die Videos sind auch gut. Und wenn man das einmal entgegenrechnet, dann kriegt ihr vereinfacht gesagt, für den gleichen Anschaffungspreis wie das, was ich gerade gesagt habe, die Kamera mit ungefähr mit guten zwei Jahren Abo 300 Bilder pro Monat. Ja? Allerdings sei gesagt, für eine Kamera. Also es ist nicht so, dass ihr jetzt ein Abo abschließt
und dann könnt ihr da 5 Kameras damit betreiben, sondern ihr braucht für jede Kamera ein Abo. Und dann ist natürlich interessant, wenn ihr 2, 3 Kameras habt, wird es schnell, stellt sich das schnell anders dar, will ich mal meinen. Okay, ist halt so. Das muss jeder für sich immer durchrechnen. Ich denke, da bringt jeder seine eigene Milchmädchenrechnung zusammen, je nachdem, wofür er sich eigentlich im Vorfeld schon entschieden hat. Was ziemlich cool ist an der Kamera, was die nicht kann, aber ich unterstelle jetzt einfach einmal, Sekacam hört jetzt dazu und schreibt 2 Zeilen in irgendeinen Quellcode und konnte es dann irgendwann auch. Die Kamera kann live gehen. Also ihr könnt, wenn ihr einen Alarm kriegt, und das funktioniert wirklich mit dem App super, die Kamera ist mir fast schon wegen zu sensibel, vielleicht auch aus dem Grund, dass man Kontingent verbraucht und Datenvolumen, ich weiß es nicht, ja, aber ich glaube auch, dass die Erde rund ist als Verschwörungstheoretiker und der Himmel blau und so weiter, aber funktioniert gut und das Coole ist halt tatsächlich, gerade mal wenn Schweinchen da sind und ihr könnt euch da mal ein Live-Video anschauen, hat bei mir leider nur mit Rehwild funktioniert, weil die Schweine ausgeflogen sind, aber das ist eine ziemlich coole Sache, ja, kann die noch nicht. Was schon mal ein Upgrade wäre, wenn man einfach einmal ein Live-Bild erzeugen könnte. Also wirklich einfach einmal schauen, selber proaktiv dafür sorgen kann, ich will jetzt ein Live-Bild. Das könnt ihr auch mit der, also ihr könnt so jederzeit, wenn ihr ein Abo habt, sagen, ich will jetzt gerade mal schauen, was los ist. Ja, funktioniert auch hervorragend. Ich habe ja vorhin schon am Rand erwähnt, ich hatte hier so ein Test-Abo, das sind 7 Tage. Ne? Könnt ihr ausprobieren und dann weist euch die Kamera höflich darauf hin, indem sie den Dienst komplett quittiert. Ich hätte gern ein Abo. Die macht noch weiterhin Fotos, alles gut, ja, aber ihr könnt sie, glaube ich, nicht mal auslesen. Ich habe es probiert, ich habe es nicht geschafft, also ohne Abo geht eigentlich gar nichts mehr. Ihr könnt sie dann bloß noch am PC auslesen. Ja, das ist schlecht. Für mich ist es schlecht. Okay, vielleicht ein wenig zu meinen Erfahrungen noch ganz kurz, bevor das dann ausufert und ich euch da mit dem Scheiß langweil. Als ich die Kamera in Betrieb genommen habe, war das ja so. Ich habe mich tatsächlich komplett an das Zeug hier gehalten, was hier steht. Ja. Ich benutze Bedienungsanleitungen, ich frage auch nach dem Weg. Ist ja nichts Außergewöhnliches. Ja. Und dann hat sich die Kamera eben nicht angemeldet. Da habe ich dann auch gleich Kamojojo kontaktiert, da warte ich heute noch auf Antwort. Auch das kann jeder interpretieren. Ja. Letztendlich ist es ja so, die Kamera, wie beim Handy, ja, braucht einfach eine Zeit lang, bis sie sich am Netz anmeldet. Einen Tag später hat sie funktioniert und zwar anstandslos. Ja, war überhaupt kein Thema. Und von daher sei Kamojojo verziehen. Ne? Man muss es nur wissen, sonst wird man nervös. Ich habe da begonnen, ein Video zu machen und dann ging nichts. Ja, dann stehst du da, war scheiße. Aber jetzt weiß ich's. Beim nächsten Mal mache ich so wie jetzt auch wieder. Ich warte einfach mal. Gut. Letztendlich das Zubehör selber konnte ich auch testen, also den, ich habe ja die Riemen hier wie Sand am Meer, habe mal ausprobiert, also funktioniert gut, ja, aber im direkten Vergleich zur Baumschraube würde ich die Baumschraube nehmen. Hier ist schön, dass er, ob er das braucht oder nicht, ich weiß es nicht, ja, dass er hier halt auch die Möglichkeit habt, was reinzuschrauben, nicht nur unten, da. Bei der Sekacam habt ihr es unten und oben, ja, ich denke, wenn ihr es mal irgendwie vom Platz her von unten, von oben befestigen müsst, ist das mit Sicherheit nicht schlecht, aber kann man nicht meckern. Also die Praxistauglichkeit ist bei beiden Kameras top, da kann man nicht meckern. Ja. Nur, das einfach, ich kann mich da nur wiederholen, weil mir das aufwühlt. Ja. Die Kamera, mit der ist nichts anzufangen, ohne Handy und ohne Abo. Und mit der schon. Ja. Das Abo abschließen, das kann ich mit dem Handy-App, da gibt es auch eins dafür, klar. Aber das kann ich auch am PC und dann kann ich die Kamera komplett, dadurch, dass sie eben auch ein Display hat, im Revier bedienen und benutzen. Ne? Inklusive dem Kartentausch. Okay. So, Freunde, natürlich noch ganz kurz in eigener Sache. Ich habe natürlich auch einen Webshop, der ist jetzt bald offen. Anfang September ist der Plan nach meinem Urlaub. Ja. Tragt euch kräftig ein im Vorfeld auf sauhund.com. Ihr seht es da unten eingeblendet. Ich freue mich über jeden, den ich mit meiner Ware überzeugen kann. Es ist anfänglich jetzt natürlich ein sehr überschaubares Portfolio an Ware, aber natürlich ausgewählte. Ihr findet neben Dendler-Montagen und Sachen von DD Optics die Möglichkeit, euch eure Wunschbüchse zu konfigurieren, beispielsweise, oder auch nach Munition anzufragen, ist alles kein Problem. Ich will nicht zu viel verraten, wie schon gesagt, schaut lieber drauf, das ist wesentlich wichtiger. Und natürlich habt ihr die Option, das Ganze mitzugestalten, indem ihr mir mitteilt, was ihr gern haben möchtet. Also wenn euch irgendwas fehlt, ja, spezieller Wunsch, zögert bitte nicht, mich dazu kontaktieren. Bis dahin, macht's gut. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich werde euch jetzt noch ein wenig Vergleichsbilder einblenden und die moderieren. Ja. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, gern. Ich hoffe natürlich, ich habe vorhin schon gesagt, ich habe Solarzellen noch angefragt, vielleicht kriege ich die auch noch.
dann teste ich das auch noch. Ja, schreibt in die Kommentare rein, wäre mir recht. Vielleicht interessiert euch an der Sega Cam noch was. Hier sei erwähnt, das ist meine Sega Cam, die ist nicht gesponsert und ich mache jetzt auch nicht bewusst ein bisschen Werbung für Sega Cam. Ich wollte euch die nur zeigen, weil ich die im Einsatz habe. Und ich kann mich an der Stelle auch nur noch einmal ganz kurz wiederholen. Die war für mich interessant, neben der Tatsache, dass es ein deutsches Produkt ist, dass sie einfach das Display direkt unter dem Objektiv hat und das Objektiv beim Aufklappen nicht mit wegklappt, wie zum Beispiel bei Seisinger bei einigen Modellen oder auch bei dem Einstiegsmodell von Sega Cam. Ja? Okay, das soll es an der Stelle gewesen sein. Was will ich noch loswerden? Ja, genau. An die Nerds, an die Schlauen in dem Land. Sucht euch bitte irgendein anderes Opfer. Ich habe keinen Bock auf irgendwelchen Bullshit in den Kommentaren. Wie gesagt, schlauer wäre es, ihr schafft euren eigenen Content. Ja? Beschäftigt euch selber mal mit der Materie. Und das ist für alle besser, für die Community, für alle. Ja? Anstatt irgendwelche Leute zuzumüllen mit irgendeinem scheiß Bullshit, mit schlauen Sprüchen. Das können wir nämlich alle. Und da merkt ihr auch, da kommt der Franke richtig durch, ja, weil mir das Thema bewegt. Ja. Wenn man teilweise bei anderen Leuten im Internet liest, was irgendwelche schlauen Berger aus Schlaubergerhausen daher schlaubergern, da stellen sich mir sämtliche Nackenhaare, ne, wie ihr seht. Naja, okay. Genug geirmt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt. Ja. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit den direkten Vergleichsbildern, Videos und wegen Bilder. Macht's gut, bis dahin, euer Sauhund. Ciao. Ja, wir starten mit den Schweinen. Das ist eine Sega-Cam-Aufnahme an der Schweinesohle, Datum Uhrzeit. Schaut es euch an, ist unten eingeblendet. Gefolgt vom Matter am Wildwechsel im Steinbruch-Biotop. Der ja, macht Streifzug, schaut sich gerade um, was los ist, findet nichts, naja. Dann wechselt hier der Bock ein, von links nach rechts, ist eine Sega-Cam-Aufnahme. Datum passt auf jeden Fall zum Verfärbungsgrad des Rehwilds. Ne? Der Hase mit Kamojojo, das war Dämmerung, früher Morgen. Der Hase hüpft durchs Bild und zack, weg ist er. Dann Bilder, Kamojojo vom Rehwild. Da ganz klar, Sega-Cam, Rehwild, Geist Kids. Der Hase eingefangen mit der Kamojojo. Der Hase nachts mit der Sega-Cam immer an der gleichen Stelle. Und da nochmal der Hase, auch wieder bei Dämmerung mit der Kamojojo. So Jäger, jetzt sind wir schon wieder am Ende von der ganzen Geschichte. Hätte euch fast das Fazit unterschlagen. Also letztendlich im direkten Vergleich, technisch betrachtet, würde ich fast behaupten, ist die Kamera absolut auf der Höhe. Ja? Wahrscheinlich sogar besser als die Sega-Cams, die ich habe. Aber für mich persönlich, habt ihr ja schon im Video gesehen, ist es momentan nicht interessant. Ja? Das ganze Abo-Konzept und so weiter ist nichts für mich. Nichtsdestotrotz, wenn man sich im Internet ein wenig umschaut, es gibt sehr viele positive, wohlwollende Berichte zu der Kamera und auch anderen Content bei YouTube. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Gibt es diverse Videos, Englisch und Deutsch. Ich persönlich will die Kamera nicht weiter betreiben, deswegen verschenke ich sie an euch. Dafür müsst ihr eigentlich nichts anderes machen, als natürlich Daumen hoch, mich abonnieren und natürlich auch einen coolen Kommentar zu der Kamera schreiben. Die ganze Aktion läuft bis Ende September 2023. Man muss ja das Jahr dazu sagen, Gott weiß, wann ihr das Video seht. Ich suche mir dann das Schönste raus, was mir am besten gefällt, subjektiv, und der kriegt dann die Kamera. Ja? Ich habe noch zusätzlich nach den Solarpanelen gefragt. Wenn ich die noch kriege, liefere ich die natürlich nach. Überhaupt kein Problem, das mache ich ungefragt. Ja? Und das Ding schicke ich euch natürlich auch versandkostenfrei. Bis dahin, ich wünsche euch was. Danke fürs Zuschauen und viel Glück. Ne? Macht's gut.